Hallo, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Kristall. Ja, nach einer längeren Pause bin ich wieder zurück. Vielleicht habt ihr es verfolgen können. Ich habe ein paar Nachrichten geschrieben. Mein Headset, ja, ist ein bisschen kaputt gegangen, möchte ich meinen. hat man wahrscheinlich im letzten Part, dafür möchte ich mich auch entschuldigen, im letzten Part hat man es ein bisschen gehört. Zum Beispiel bei der Begrüßung am Anfang fehlen einige Sachen. Und eigentlich müsste ich diesen Part nochmal machen. Aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wenn ich diesen Part nicht nochmal mache. Denn es ist jetzt schon einige Zeit her. Und es ist mir gestern eingefallen, oh, den Part könntest du ja eigentlich nochmal machen. Aber, ganz ehrlich, nö. Will ich eigentlich nicht, weil der war so schon ganz gut. Es geht weiter mit Kristall und wir können jetzt hier rausgehen. Der Typ steht nicht mehr da. Route 44 können wir betreten. Und Magonia City und Ebenholz City, da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Ich gewinne 100%ig. Minus 100% vielleicht. Egal, zurück zu dem Headset. Ja, und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was auch sehr schlau wäre, dann hast du jetzt ein neues Headset, ne? Ja, ich habe ein neues Headset. Und dieses Headset, muss ich selbst sagen, ist einfach geil. Ja, also heute ist Freitag. Freitag der 20., ne, der 21.9. Und ich habe mir gedacht, als ich von der Arbeit kam, ja, mein Headset könnte schon da sein. Ich guck mal nach. Das Geile war einfach, es lag auf meinem Schreibtisch. Ich habe es ausgepackt, habe es an meinem Computer angeschlossen und habe sofort aufgenommen. Ich habe zuerst Blattgrün, Pokémon Blattgrün aufgenommen, das Together von Neo und Nebosch LP. Was auch heute am Freitag, den 21.09. Ich werde es hochladen. Und ja, und jetzt nehme ich Kristall auf. Ein paar Parts. Ich weiß nicht wie viele, aber ich habe ja das Wochenende Zeit, um ein paar Parts aufzunehmen. Crown geht uns hier fast drauf, weil Kadabra sich einfach mal gedacht hat, mit einem Psystrahl uns hier anzugreifen. Mama! Hi Bene, wie geht es dir? Ich habe beim Einkauf ein nützliches Item gefunden und habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Klick! Nett! Das heißt, wir können nochmal zurücklaufen. Mann, Mann, Mann. Aber das hat auch was Gutes, denn da können wir X-Watt nochmal ein bisschen heilen. Weil X-Watt ist das auf jeden Fall nötig hat. Hatte 10 KP, glaube ich, noch und da ist es recht gut. Ein Supertrank hat sie uns gekauft. Das ist doch super. Ein Supertrank. Ey, geh bitte aus dem Weg. Ein Supertrank können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, jetzt laufen wir hier. Den haben wir besiegt. Ein Baum. Hey, du Baum. Ups, Baum. Brandbeere. Heißt das, die Beere brennt? Ah, eine brennende Beere! Hilfe! Topschutz. Das ist auch schön. Ein Topschutz. Dann laufen wir hier mal weiter. Oben kann man auch weiterlaufen, aber ich probiere es mal hier. Wie sieht es eigentlich mit Pokémon aus? 32, 31. Passt. Ei! Ich jagle so lange, bis ich nicht mehr kann. Und ich kämpfe bis zum Umfallen. So gehe ich auch mit meinem Pokémon um. Oha. Ist okay, ist okay. Aber wenn du umfällst, so wie du jetzt stehst, fällst du ins Wasser. Ah, dann bist du ganz nass. Und ich glaube, im Gegensatz zu deinem Pokémon ist es nicht so ratsam, wenn du nass bist. Oder? Ha? Genau. Wir setzen Biss ein. Wow. Es macht verheerenden Schaden. Er schreckt sogar zurück. Das war ja ein leichtes für unser Fabian. Yeah, Level 32. Oh yeah. So, jetzt kommt nochmal Raymorite. Das heißt, wir können hier mal wechseln. Und haben ja immer noch keine gescheite Attacke eigentlich.
für Wasser-Pokémon. Bis auf den Donnerschlag. Los, Donnerschlag. Bam. Der ganz schön reinhaut. Möchte ich meinen. Sehr schön. Zu meinem Headset nochmal zurück. Dieses Headset ist einfach cool. Es hat. Hey, was ist denn los, Mama? Was ist? Wie geht es dir? Beim Einkauf heute habe ich eine tolle Puppe gesehen und habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Sie ist in deinem Zimmer. Du wirst sie lieben. Ja, danke, Mami, aber du musst mich nicht die ganze Zeit anrufen. Was sollen denn die Zuschauer von mir denken? Dass ich hier ein kleines Kind wäre, was ich ja irgendwie in dem Spiel auch bin. Aber egal. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Ja. Instinktiv, Instinkt, Stinktiv. Ah! Ich kann mich über das Wort immer totlachen. Obwohl es eigentlich ein ganz normales Wort ist. Egal. Wo war ich? Genau, bei meinem Headset. Hoffentlich werde ich nicht mehr gestört. So. Und bei dem Headset ist das ist so, das ist hat ja ein bisschen was gekostet, aber was tut man nicht alles für seine Zuschauer? Denn bei meinem alten Headset, das war ein totales Billig-Headset, muss ich ja leider so sagen. Und das jetzt ist ein Gaming-Headset, aber auch für sowas geeignet, finde ich. Oder haben auch viele geschrieben. Und ich habe mir da einfach mal gedacht, ja, das nimmst du. Hab mir dazu noch eine DVD gekauft, aber das ist eher nebensächlich. Die Information. Aber es hätte das richtig, richtig cool. Das kann man nämlich auch an die PS3. Oh mein Gott. Wir haben mit einem Eishieb ein Pokémon eingefroren. Das passiert sonst nie. Das. Wow. Alter, das ist mir eigentlich noch nie passiert. Ich habe Pokémon eingefroren. Ist ja geil. Alter. Dieser Part wird ewig in meinem Herzen einen Platz haben. Denn in diesem Part habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in der Pokémon-Geschichte ein Pokémon eingefroren. Sehr schön. So. Denn dieses Headset, was ich habe. Damit wir wieder zu dem Thema kommen, den eigentlichen. Dieses Headset kann man zum Beispiel auch noch an die PS3 anschließen. Oder an die Xbox. Xbox gibt es nur ein kleines Problem bei mir. Ich habe keine Xbox. Ich habe eine PlayStation 3. Und werde mir auch, denke ich, keine Xbox holen, weil. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich habe PS3, deswegen ist Xbox so voll der Scheiß und so. Ich finde Xbox jetzt nicht schlecht. Oder sagen wir es so, ich weiß nicht, ob sie schlecht ist. Vielleicht ist sie ja scheiße. Aber ich habe noch nie an einer gezockt oder so. Oder hatte noch nie einen Xbox-Controller in der Hand. Ich finde einfach, die PS3-Controller sind richtig cool. Und ja, genau. Das ist halt so. Ja. Wir haben einen Hyperball gefunden, den wir bestimmt irgendwann brauchen werden. Brauchen werden, natürlich. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Oh. Wir haben keine seltenen Pokémon. Nein, nein, nein. Wir haben keine seltenen Pokémon. Wir haben nur Rotz-Pokémon. Oh. Rihorn? Ja, das ist jetzt nicht gerade das ärmste Pokémon, muss man ja mal sagen. Aber wir haben dagegen einen guten Konter, nämlich Surfer. Bam. So, wir kommen zum eigentlichen Thema zurück. Ey, ich glaube, es geht noch die ganze Folge so. Naja. Dieses Headset kann man, wie gesagt, in der PS3 oder Xbox anschließen und auch am Smartphone. Und da gibt es noch ein Problem. Das gleiche wie bei einer Xbox, wie bei der Xbox. Ich habe leider noch kein Smartphone. Ich habe da eins, zwei Exemplare im Fokus und werde mir dann demnächst auch eins kaufen. Ich habe noch so ein Schrott-Handy, muss ich leider sagen. Es liegt gerade neben mir. Es tut mir leid, Handy, aber du bist Schrott. Okay, der Hintergrund ist cool. Ein Schalke-Wappen.
Ich bin Schalke-Fan, wer es noch nicht weiß. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Oder habe ich schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Aber sonst ist an dem Handy, muss ich leider sagen, gar nichts gut. Oh doch, eine Sache ist auch noch gut. Ich habe da, glaube ich, noch 20 Euro Guthaben drauf. Das heißt, ich werde ja die nächste Zeit schön SMS oder anrufen, denke ich, weil ich es einfach kann. So, ja, also an das Smartphone kann man es auch dran machen und ich habe das Headset bei Amazon gekauft. Wie es heißt, kann ich, wenn ich dran denke, was ich wahrscheinlich nicht tue, werde ich es nochmal in die Beschreibung schreiben, wie das Headset heißt. Und bei Amazon habe ich es gekauft. Und da gibt es ja immer diese Kundenbewertungen. Also die Leute, die es schon gekauft haben, die können dann 5 Sterne, also von 1 bis 5 Sterne geben. 5 Sterne ist halt logischerweise das Beste. 1 Stern. Ja, eher schlecht. Und da gab es einen User, einen Käufer, der hat tatsächlich dieses Headset gekauft, nur um es mit dem Smartphone zu verwenden. Da denke ich mir, okay, kannst du gerne machen, aber wie bitte kannst du einfach mal so, wie viel Euro hat es gekostet, ich weiß es gerade gar nicht, aber wie kannst du einfach mal um die, lass mich lügen, 60 Euro einfach mal so Scheiß aus einem Hintern rauspfeffern, um da so ein Headset einfach mal so zu kaufen. Also bitte, man kann es auch übertreiben mit dem Geld. Aber ich habe ihm jetzt irgendwie nicht geantwortet oder so. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kann. Ja, wahrscheinlich, aber habe ich nicht. Aber ich, da habe ich mir schon gedacht, okay, ja. Mach halt. Ist mir egal, was du damit machst. Mach und lass mich in Ruhe. Denn ganz ehrlich, das ist übertrieben, was du machst. Aber egal. Wir gucken mal. Knofenser. War klar. Ich wollte gerade sagen, vielleicht fange ich es mir, aber da, wo Fabian hinbeißt, wächst kein Gras mehr. Ah, du Grasfresser, ey. Pflanzenfresser. Ha! Siehst du aus wie ein Dino, aber du bist ein... Also, ja, klar, es gibt natürlich auch Pflanzenfresser und Fleischfresser unter den Dinosauriern. Aber du bist ein Pflanzenfresser. Obwohl du eher, muss ich ja sagen, wie ein typischer Fleischfresser aussiehst. Aber, Bruder, ich kann dich beruhigen. Du bist mein Bruder. Yeah. Bruder, du bist mein Bruder. Yay. Jetzt ist er stolz auf mich. Oh, er hat mich in seinem Let's Play erwähnt und er hat gesagt, dass er mich liebt. Yay. Bruder, ja, ich liebe dich. Auf eine brüderliche Weise. Also jetzt nicht denken hier, ne? Inzucht und so, ne? Nee. Ist nicht so mein Hobby, eigentlich. Nee, was heißt eigentlich? Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht mein Hobby. So. Tauboga, hi. Ciao, Tauboga. Geh bitte weg. Schön. Schöner Part. Das wird ein schöner Part. Erstmal werde ich zigmal von meiner Mutti angerufen. Die uns netterweise Puppen schenkt, was ich sowieso total toll finde von meiner Mutter, die mitten, während ich auf einer atemberaubender Reise bin, mich anruft, ja, hi Schatz, ey, ich hab dir eine Puppe gekauft. Danke, Mama. Eine Puppe. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Mit einer Puppe werde ich die Welt beherrschen. Ich werde sie zuerst erobern mit dieser Puppe und dann mit dieser Puppe die Welt beherrschen. Yeah. Denn diese Puppe ist einfach nur toll. So, was haben wir hier? Route 44, Eisfahrt voraus. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das passt doch, wenn wir hier den
Schnitt machen. 15 Minuten haben wir gerade übersprungen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Kristall. Tüdelü.